Hamburger. Norddeutscher. Nobody aus Altona. Sylt. Berliner. Inkarnation des Wirtschaftswunders. Zeitungsmann. Zeitungsfürst. Sein Maß war Übermaß. Genie. Haifisch. Egoist. Kapitalist. Hassfigur. Größenwahnsinn. Freiheitsliebender. Politischer Träumer. Typisch Liberaler. Bruder antikommunistischer Oligarch. Ideologe. Hochsensibel. Launische Primadonna. Parvenu. Patriot. Prophet. Charmeur. Nationalist. Zionist. Chauvinist. Visionär. Bildhauer. Weltretter. Hetzer. Fälscher. Meinungsmacher. Revanchist. Bestgehasster Mann der Republik. Nationalist. Das Reaktionäre schlechthin. Antikommunist. Strahlemann. Sonnyboy. Jean-Götterliebling. Ein blendend aussehender Bursche. Kalter Krieger. Teufelsspringer. Lichtgestalt. Narzisst. Bon vivant. Gnadeter Schauspieler. Ansammlung von Widersprüchen. Zirkusdirektor. Tagträumer. Operndiva. Genie im Einholen amtlicher Bescheinigung. Antreiber. Monopolist. Bibelleser. Axel Schwinger. König. Frauenheld. Missionar. Mäzen. Melancholiker. Jung Ulstein. König Midas. Mr. Berlin. Sehr geehrter Herr Springer. Nee, zu förmlich. Kann ich ja gleich sehr geehrte Damen und Herren schreiben. Nee. Verehrter Gründer unseres Verlages. Ja. Nee, das geht überhaupt nicht. Steif und anbiedernd. Verehrter, sehr geehrter, hochmögender vielleicht noch, lieber Axel, ja, Axel aber per Sie, das ist es. Das hat Ernst Kramer immer so angelsächsisch gesagt. Aber irgendwie hat es auch einen falschen Ton, ich meine, wir kannten uns gar nicht. Und ich glaube auch bei diesem hanseatischen Siehst du, muss eigentlich immer der Ältere anfangen. Und der ist jetzt auch noch tot. Oh Gott, nee, also ich glaube, nee. Ich mache die Anrede zum Schluss. Komm, fang einfach mal an jetzt. Heute wären Sie 100 Jahre alt geworden. Punkt. Aus diesem Anlass möchte ich mich zum ersten Mal schriftlich an Sie wenden. Punkt. Ich weiß nicht, wo und wie Sie diesen Brief zur Kenntnis nehmen, aber ich bin sicher, dass er sie erreicht. Punkt. Zunächst möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Matthias Döpfner. Punkt. Seit 10 Jahren bin ich jetzt, wie Sie vielleicht wissen, Vorstandsvorsitzender Ihres Unternehmens. Punkt. Ganz oft in diesen 10 Jahren habe ich Sie angesprochen, in Gedanken, versucht zu ergründen, wie Sie wohl gedacht, wie Sie wohl an meiner Stelle entschieden hätten und überhaupt versucht herauszufinden, wie Sie so gewesen sind. Gewesen sind. Mensch, sind nicht snit. Ach, diese Scheiß-Tastatur, echt. Ich glaube, ich nehme jetzt mein iPhone, diktiere das Ganze Siri. Die macht bestimmt weniger Fehler, als wenn ich selber hier tippe. Verehrter Herr Springer, leider haben wir uns ja nie persönlich kennengelernt. Als Sie starben im Herbst 1985, war ich Anfang 20, schrieb über ein Shirley Bassey-Konzert und Mozart-Schallplatten im Feuilleton der FAZ. Und ehrlich gesagt, für Springer habe ich mich damals überhaupt nicht interessiert. Bild kannte ich nur aus dem Schulunterricht. Zur Vorbereitung aufs Hessen-Abitur gab es von unseren Lehrern, die wir duzen mussten, Französische Revolution und Sexualkunde satt. Und zwischendurch die Erkenntnis, Bild lügt. Also Herr Springer, ich gehörte damals nicht zu den ganz vielen, die Sie bekämpft haben, sondern viel schlimmer, ich gehörte zu den ganz wenigen, denen Springer einfach egal war. Ich wusste nichts. Verehrter Herr Springer, leider haben wir uns ja nie persönlich kennengelernt. Leider? Wirklich? Vielleicht ja auch Gott sei Dank.
Ich meine, vielleicht hätten wir uns überhaupt nicht verstanden. Vielleicht hätten sie mich längst rausgeschmissen. Ich meine, nach 10 Jahren kann man einander leicht überdrüssig werden. Und ich glaube, 10 Jahre haben Sie es doch so gut wie mit niemandem Ihrer Angestellten ausgehalten, oder? Das Gute aber ist, weil wir uns niemals persönlich kennengelernt haben, konnten wir auch nie voneinander enttäuscht sein. Unsere Beziehung war eine theoretische, virtuelle, ideelle und insofern auch ideale Beziehung. Ich meine, ich habe in Ihnen das gesehen, was ich über Sie gehört, von Ihnen gelesen oder an Spuren von Ihnen bei uns im Unternehmen entdeckt habe. Und vor allen Dingen habe ich in Ihnen das gesehen, was ich in Ihnen sehen wollte. Ich meine, unverbrüchlicher kann Wertschätzung nicht sein, weil sie ja nie durch die Konfrontation mit der Realität enttäuscht werden kann. Ich bin damals naiv, geschichtslos, fast geschichtsblind in Ihr Unternehmen gekommen. Jeder Bürobote wusste mehr über Sie, Ihr Wesen, Ihre Überzeugungen, Ihr Lebenswerk. Meine, Ihre Blätter hatten damals das Image von Zentralorgan für pensionierte Ritterkreuzträger und Oberförster. Aber ich dachte mir, wenn einer diesen Verlag gründen konnte, der Richard Tauber-Fan war und der eigentlich Operettensänger werden wollte, dann kann ihn ja vielleicht auch einer führen, der ursprünglich davon träumte, Karriere als Jazzbassist zu machen. Es ist immer ganz gut, unterschätzt zu werden. Leider wurde ich damals von der deutschen Presse in einer Sache überschätzt. Meine Karriere als Vorstandsvorsitzender von Axel Springer, so hieß es damals, verdankte ich allein der Tatsache, dass ich ihrer Frau Friede Springer mit meinen strahlend blauen Augen beim virtuosen Chopin-Klavierspiel bezirzt habe. Also erstens, Friede Springer bezirzen, das konnten nur Sie. Und zweitens, ich spiele genau so Chopin auf dem Klavier, wie meine Augen blau sind. Nämlich gar nicht. Aber Herr Springer, ich wäre Ihnen dankbar, wenn die Sache mit Chopin unter uns bleiben würde. Die Falschmeldung hat mir schon manches Mal sehr geholfen. Aber warum Friede Springer mich dann damals tatsächlich eingestellt hat, das weiß ich immer noch nicht so genau. Ich meine, es muss eine Verzweiflungstat gewesen sein, zumal Sie, Herr Springer, und das darf ich heute mal so deutlich sagen, Ihrer Frau ja nun alles andere als ein geordnetes Haus hinterlassen haben. Ich meine, wissen Sie, was damals für Witze über Ihren Verlag erzählt worden sind? Ich meine, einen der härtesten habe ich neulich bei der Verabschiedung eines langjährigen Vorstandskollegen zum Entsetzen der Gäste erzählt. Ich erzähle Ihnen jetzt nochmal. Herr Springer, treffen sich 3 Haifische, ja, und unterhalten sich über die liebsten Jagdreviere. Sagt der eine, also ich jage am liebsten vor den Stränden von Hawaii. Da gehen diese hawaiianischen Mädchen ins Wasser. Das ist das zarteste Fleisch, das ich je gegessen habe. Sagt der zweite, also ich bevorzuge Australien, Barrier Reef. Ja, da sind diese jungen Surfer. Das ist so ein knackiges Muskelfleisch. Und dazu noch diese Surfbretter, so schön crunchy. Oh. Sagt der dritte, also ich muss sagen, ich jage am liebsten vor den Küsten von Sylt. Sylt, wie bitte? Ja, aber das ist doch ganz kalt. Ja, sagt er, aber dafür gehen da die Führungskräfte von Springer ins Wasser. Und das ist das Köstlichste, was ihr je gegessen habt. So eine riesige Fettleber und absolut kein Rückgrat. Axel, Herr Springer, die gute Nachricht ist, dass in den letzten Jahren die Witze über den Verlag deutlich schlechter geworden sind. Aber die beste Nachricht ist, dass Friede Springer damals das testosterongesättigte Redaktionsrodeo beendet hat, die ihr nach dem Tod übertragene Minderheit von 25% der Aktie durch geschickte Zukäufe wieder zu einer soliden Mehrheit ausgebaut hat, dass sie die zerstrittenen und zerklüfteten Gesellschaftsstrukturen wieder neu geordnet hat und vor allen Dingen, dass sie aus diesem intriganten Stadel wieder einen erfolgreichen Verlag gemacht hat. Das, was damals viele als wirre Entscheidung eines Greises auf dem Totenbett kritisiert haben, erweist sich heute als ziemlich weise. Übrigens auch im Sinne des Shareholder Value. Aber woher wussten Sie,
dass ausgerechnet diese anfangs von so vielen machohaft und herablassend belächelte Friede Springer die Kraft dazu haben würde. Es muss diese Mischung aus Intuition und Intellekt gewesen sein, diese von so vielen Zeitgenossen beschriebene Gabe, dem eigenen Gefühl zu folgen. Überhaupt Gefühl, Intuition, Intellekt über alles zu stellen. Ja. Also ihre Feinde haben sie dafür gehasst, aber ihre Leser und Mitarbeiter haben sie dafür geliebt. Je mehr ich im Laufe meiner Verlagszugehörigkeit über sie erfahren habe, desto widersprüchlicher, aber in gewisser Weise auch desto stimmiger wurde das Bild, das ich von ihnen gewonnen habe. In vielem habe ich sie bewundert, in manchem blieben sie mir auch fremd. Etwa in der fast feudalistischen Selbstherrlichkeit ihres Hofes samt Hofstaat. Oder in der Autorität ihrer sprunghaften Entscheidungen. Und in der Eitelkeit des vom eigenen Sendungsbewusstsein ergriffenen jungen Helden. Ja, aber wirklich bewundert habe ich sie vor allem für die Kraft, mit der sie die Anfeindungen ihrer Zeit ertragen haben. Ein Hass, wie ihn wohl kein anderer Deutscher nach dem Zweiten Weltkrieg je wieder erlebt hat. Ich meine, in den 60er und 70er Jahren waren sie doch der Anti-Zeitgeist schlechthin. Ja, Antikommunismus, deutsche Wiedervereinigung, Marktwirtschaft und dann auch noch ihr Einsatz für Amerika und vor allem Israel. Ich meine, schlimmer ging es nimmer. Aber woher hatten sie die Kraft, mit diesen Anfeindungen zu leben, ohne einzuknicken, ohne daran zu zerbrechen, obwohl sie doch eigentlich ein zutiefst verletzlicher, weicher, anerkennungssüchtiger Mensch sind oder waren? Ich meine, sie wollten doch, dass alle nett zueinander sind. Und sie wollten doch vor allem selbst geliebt werden, oder? Wie haben sie diesen Hass, diese negative Energie ertragen? Also bestimmt nicht durch asketische Lebensentsagung. Ich meine, also ein Heiliger waren sie ja wohl nie. Eher Hedonist, ganz nach Oscar Wilde. Ich habe einen ganz einfachen Geschmack. Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. Champagner hier, Kaviar dort, feinstes englisches Tuch, französische Fayencen, Traumhäuser auf der ganzen Welt und alle tanzten nach ihrer Pfeife und die abgelegten Ehefrauen wurden auch noch vom Generalbevollmächtigten entsorgt. Oh Gott, das kann ich jetzt nicht bringen. Nee, das geht nicht, das geht zu weit. Nee, Moment. Auf der anderen Seite, das liest ja keiner. Bleib doch unter uns. Lieber Axel Springer, Sie sind nicht ein Held der übermenschlichen Stärke. Sie sind mein Held der menschlichen Schwäche. Einer, der seine Schwächen, Zweifel und Ängste hatte und hasste, aber immer dann überwand, wenn es wirklich darauf ankommt. Und, lieber Axel, Sie haben es wenigstens krachen lassen. Sie haben Ihr Leben gelebt, aus vollen Zügen genossen. Anders als die Vorsichtigen, die Moderaten, die Taktierer. Die Vorsichtigen haben doch gelebt wie Kunstblumen. Das ist praktisch aber langweilig. Plastikblumen blühen immer, aber nie richtig und sie duften nicht. Die wirken verblüht, ohne je geblüht zu haben. Axel, du warst ein Immerblüher, der nach Leben roch. Und dass du dabei nicht nur Spaß hattest, sondern auch noch Erfolg, das werden sie dir nie verzeihen. Ich meine, ihnen nie verzeihen. Immer alles nehmen, aber eben auch immer alles geben. Sie waren maßlos, maßlos leidenschaftlich. Und dafür liebe ich sie. Lieber Axel, ja, ich bleibe jetzt bei dieser Anrede. Lieber Axel, ich muss leider zum Schluss kommen. Ich muss mich umziehen. Da draußen warten ungefähr 1000 Menschen, die gekommen sind, um ihren 100. Geburtstag zu feiern. Mitarbeiter, Weggefährten, Freunde und Feinde und viele, die sie so wie ich nie persönlich kennengelernt haben. Die meisten erwarten jetzt einen ehrwürdigen Festakt mit feierlichen Reden von Merkel, Obama und dem Papst. Ja, die hätten es schon mindestens sein müssen zu diesem Anlass. Aber wir wollten es anders machen. Als Revue. Ich meine, ihr Leben war doch kein Festakt. Eher 30 Hollywood-Filme. Larger than life. Aufregend, bewegend. Manchmal komisch, manchmal tragisch.
Manchmal großspurig, aber niemals kleinkariert. Leidenschaftlich, bunt, klug, unterhaltsam, leise und laut, wie ihre Blätter. Wahrhaftig und widersprüchlich. Das Leben als Revue passt besser zu Ihnen, fanden wir. Ihr Matthias Döpfner. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Sie wollen also eine Tageszeitung gründen, hier in Hamburg, ja? Wie war der Name? My name is Axel Springer, Sir. Oh, well, aren't I delighted. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wir können auch Deutsch. Yes, Deutsch geht natürlich auch. Mein Name ist Axel Springer. Und Sie kommen aus Hamburg? Verzeihung, nicht Hamburg. Altona, das ist ganz wichtig. Altona ist Preußen, wie Berlin. Aus Preußen kam nicht viel Gutes die letzten 15 Jahre, ja, nicht zweifellos, wahr? Und deutsche Tageszeitung gab es meines Wissens auch unter Hitler, oder? Ja, aber in allen stand dasselbe, das war ja das Problem. Ich möchte eine nicht parteigebundene Zeitung. Ja, Parteien gibt es ja immerhin schon wieder und mehr als eine. Ja, aber nur unabhängige Zeitungen schaffen die Voraussetzung klarer politischer Willensbildung. Sie dienen der offenen Diskussion, gerade auch entgegengesetzter Meinungen und damit der Ordnung und der Festigung der politischen Verhältnisse, ebenso wie der staatsbürgerlichen Erziehung. Wow. Ich halte fest, es ist der 15. November 1947, kurz vor 22:30 und ihr Deutschen wisst schon wieder alles besser. Na, Swingboy? Na, eher Swing-Heini. Wir haben uns hier immer Swing-Heinis genannt. Darf man jetzt ja wieder hören in diesem Land, nicht wahr? Entartete Musik. Sir, die Erfahrung lehrt doch, dass man zur Demokratie nicht nur auf rein politischem Wege gelangt, sondern auch dadurch, dass man die Menschen menschlich anspricht und sie in ihrer privaten Sphäre zu verstehen sucht. Diesen Weg will doch das Hamburger Abendblatt gehen. Wissen Sie, was Sie dafür vor allem brauchen? Ja, Stempel und Unterschrift von Ihnen für eine Empfehlung beim Hamburger Senat. Ja, sicher, das auch. Nein. Sie brauchen vor allem Geld, viel Geld. Also die wirtschaftliche Unabhängigkeit, die habe ich mir seit 1945 geschaffen. Ach wie, denn Schwarzmarkt oder was? Ja, weniger. Ich habe angefangen in einem umgebauten Schweinestall und habe Geschichten gedruckt.
Geschichten, was sind für Geschichten? Ja, alles, was im Radio so lief, einfach mitgeschrieben, gedruckt und verkauft, übrigens mit Ihrer Genehmigung. Das ist daran so komisch. Umgebauter Schweinestall, das muss ich mir merken, das passt ja gut zu Deutschland, ne? Also, wenn Sie das meinen, ich habe nie der NSDAP angehört und ich bin auch kein Soldat gewesen. Ja, ja, natürlich. Noch einer von den 70 Millionen Widerstandskämpfern, nicht wahr? Und von wem wurden Sie so verfolgt? Also, nur von den Frauen, Sir. Also nur von den Frauen. Na, dann bringen Sie heute Abend mal ein paar mit. Wir machen so eine kleine Party bei uns im Club. Thank you, Sir. Ich kümmere mich drum. Und viel Glück, Herr Springer. Im Schweinestall. Strange guy, this Axel Caesar. Also entweder der ist in 3 Monaten pleite, oder er wird der, wie nennt er sich selbst? Der Gröfatz. Der größte Verleger aller Zeiten. Seid nett zueinander, ist nur eine andere Form von Liebe deinen Nächsten. Unsere Zeitung soll unter dem Rubrum menschlich gesehen erscheinen. Mir geht es ganz besonders darum, die Frauen anzusprechen. Das ist so zwischen 33 und 45 nicht geschehen. Gehen Sie mit, gehen Sie mit, gehen Sie mit, gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit, gehen Sie mit, gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Ein hoher Prozentsatz Frauen liest Bild nur in Ausnahmefällen. Erfreuen Sie Frauen an nackten Frauen, wie Sie wissen. An reizenden Kindern finden Sie Gefallen. Man ist, was man ist, nicht durch den inneren Wert. Den kriegt man gratis, wenn man Straßenkreuzer fährt. Man tut, was man tut, nur aus dem Selbsterhaltungstrieb. Denn man hat sich nur selber lieb. Drum gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit. Schämen Sie sich und später gehen Sie nicht zum großen Festbankett. Und ich sag's nur einmal, ein Bild weniger und eins dafür doppelt so groß. Was verabreden, dann möchte ich auch, dass das gemacht wird, Sie Flanellmännchen. Gehen Sie mit der Konjunktur. Gehen Sie mit. Gehen Sie mit auf diese Tour. Gehen Sie mit. Holen Sie sich Ihre Kohlen wie der Kupfenbohlen aus dem großen Bettgeschäft. Holen Sie sich Ihre Kohlen wie der Kupfenbohlen aus dem großen Bettgeschäft. Guten Abend, meine Damen und Herren. London. Nach dem Tod des englischen Königs Georg VI. Wurde heute seine ältere Tochter Prinzessin Elisabeth vom britischen Thronfolgerat zur Königin ausgerufen. Bei frühlingshaften Temperaturen feierte die Bevölkerung in den Straßen Londons ihr neues Staatsoberhaupt. Auch der deutsche Zeitungsverleger Axel Springer hält sich gegenwärtig an der Themse auf. For me, London, this lovely city. You can go to France or America, India, Asia, Australia, but you must come back to London City.
speaking broadmindedly. I'm glad to know my mother country. I've been to traveling to countries years ago, but this is the place I wanted to know. Hey! London, that's a place for me. Because the English people are very much sociable. They take you here and they take you there. And they make you feel like a millionaire. So London, that's a place for me. At night, when you got nothing to do, you can take a walk down Shaftesbury Avenue. Think of love and talk and enjoy the rich, mighty beautiful sceneries of London. That's a place for me. London, that's a place for me. Well, I cannot complain of the time I've spent. I mean, my life in London is very magnificent. I have every comfort and every sport. My residence is at Hampton Court, so London. It's the place for me. Hamburg. Hier ist der Mammutverleger. Rosemarie, schreib mal mit, bitte. Ja, hör zu. Nein, nicht Sie. 2.100.539. Ja, hast du? 539. Und Abendblatt? 423.211. Your arm length is 2 feet and 3 inches. Und Constanze? 2,3 Millionen, die Konstanze? Nein, Rosemarie, Forst, Sie bringen die jetzt völlig durcheinander. Wie viel lange ist jetzt die Konstanze? Wie viel? Forst, hallo? Weg ist er, der Forst. Mr. Springer, we didn't talk about the stuff. Wir haben natürlich Tweet, aber was halten Sie hiervon? Harry, please show Mr. Springer best of the best. I see, I see. Best quality, das will jeder das haben. Das glaube ich gern, das ist genial. Fassen Sie mal an. Das gibt's doch anderswo gar nicht. Das kriegen Sie nirgends anders. Der Mensch wird sich immer mehr zum Augenmenschen entwickeln. Er wird seine Informationen immer mehr mit den Augen aufnehmen. Und deshalb muss das Bild eine ganz andere Rolle in der Zeitung spielen als früher. Was? Hier spricht der König selbst. Also was wir damit kriegen, ist eine Zeitung ganz neuen Typs. Das ist das Sprachrohr des kleinen Mannes mit Füllfaktor 100 und vollem Anspruch auf Qualität. Ja, ich will eine unernste, besser gesagt eine antikonventionelle Zeitung. Das ist die Antwort auf die gedruckte Antwort auf das Fernsehen. Ja, sie muss den Geschmack aller einer Vanilleschnitte am frühen Morgen haben. Ja, Format. Ich will groß sein. Alles fehlt, wenn Größe fehlt. Texte? Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls nennen wir es Bild. Ja, jetzt lachen Sie nicht. Bild, ja. Hamburg. Wie in jedem Jahr markierte der Hamburger Presseball den gesellschaftlichen Höhepunkt der Saison. 1500 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur feierten in den festlich dekorierten Sälen des Hotel Atlantik bis weit nach Mitternacht. Unser Reporter war vor Ort. Hummer, 2000 Liter Champagner, sehen und gesehen werden alles, was Rang und Namen hat in der Hansestadt. Gesellschaftliches Parkett, Perlohrringe und Dekolletés strahlen um die Wette. Und mittendrin Hahn im Korb, der Verleger Axel Springer, heute ohne seine Ehefrau Katrin. Da werden die anwesenden Herren natürlich nervös, denn Axel Springer gilt als vollendeter Charmeur und begnadeter Tänzer. Ich küsse ihre Hand, Madame, und träumt, es war ihr Mund.
Ich bin ja sogar Landmadam und das hat seinen Grund. Hab ich erst ihr Vertrauen, Madam, und ihre Sympathie. Wenn sie erst auf mich bauen, Madam, ja, dann sie werden schauen, Madam. Küss ich statt ihrer Hand, Madam, nur ihren roten Mund. Tja, kontrollierte Offensive sehen wir hier, meine Damen und Herren. Jetzt scheint er sich, nein, er tritt noch einmal zurück. Schönen, tänzelnden, kreiselnden Bewegungen, technisch perfekt ausgebreitet. Jetzt steht aber eine Dame, die meines Wissens, aber ich schaue gerade noch mal auf die Gästeliste, nein, oder doch, ja, ja. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Es ist eindeutig, es handelt sich um Rosemarie Alsen, ihres Zeichens Olympia-Dressurreiterin und unvergessen als Titelmädchen der Berliner Illustrierte, verheiratet mit dem Hamburger Großindustriellen Horst Herbert Alsen, der pikant, pikant Axel Springers Nachbar ist am schönen Falkenstein. Aber was wir hier jetzt sehen, das geht über Nachbarschaftshilfe weit hinaus. Denn jetzt ergreift Axel Springer die Hand der Rosemarie. Und wie sich die Bilder gleichen. Auch in diesem Jahr wieder markierte der Hamburger Presseball den gesellschaftlichen Höhepunkt der Saison. 2000 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Funk und Fernsehen feierten in den festlich dekorierten Sälen des Hotel Atlantik bis in die frühen Morgenstunden. Unser Reporter war vor Ort. 5.000, 4.000 Liter Champagner, Jahrmarkt der Eitelkeiten, alles was Rang und Namen hat in der Elbmetropole. Wer schon dachte, ihn nur noch in Berlin anzutreffen, der wurde an diesem Abend eines Besseren belehrt. Denn wiederum zog Axel Springer alle Blicke auf sich, vor allem die nervöser Ehemänner. Ich küsse ihre Hand, Madame, und träumt, es war ihr Mund. Ich bin ja so galant, Madame, auch das hat seinen Grund. Hab ich erst ihr Vertrauen, Madame, und ihre Sympathie. Wenn sie es auf mich bauen, Madame, ja, dann sie werden schauen, Madame. Küsse ich statt ihrer Hand, Madame, nur ihren roten Mund. Die Situation spitzt sich jetzt zu, meine Damen und Herren. Die Atmosphäre knistert, die Spannung ist gerade so mit Händen greifbar. Oder das glaube ich jetzt nicht, wie sich die Bilder gleichen. Seine Wahl fällt wiederum auf die amtierende Frau Alsen. Tja, und der Herr Alsen, erst hat er kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Der Herr Alsen macht erneut keine gute Figur. Herr Alsen, Entschuldigung. Kann ich Sie ganz kurz, Ihre Einschätzung des Spiels, das war ja wieder ja, eine ganz, ganz bittere Niederlage für Sie, ohne das Ganze zu sehr hochsterilisieren zu wollen. Ja, Ihre Einschätzung, lag es an der Taktik, lag es an der Einstellung oder ganz einfach an der Übermacht des Gegners? Tja, was soll ich dazu sagen? Ja, was lernen Sie aus dieser Partie? Party. Bevor ich wieder eine heirate, stelle ich Sie Herrn Springer vor, um zu sehen, ob sie ihm gefällt. Sehr gut. Herr Springer, Glückwunsch. Ja. Ihr Fazit? Nun, mir ist ein wenig Liebe von Mensch zu Mensch wichtiger als alle Liebe zur Menschheit. Ach, Glückwunsch, Herr Springer, nochmals vielen Dank. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Freuen wir uns auch im nächsten Jahr wieder auf ein wenig Liebe von Mensch zu Mensch. Denn denken Sie dran, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ich gebe zurück an die angeschlossenen Funkhäuser. Gut, dass du endlich da bist, lieber Onkel. So schlimm war es noch nie. Seit Tagen schon spricht er. Ich weiß nicht, wie im Fieber waren. Temperatur hast du gemessen? Ja, ja, stündlich. Die Temperatur ist nicht das Problem. Die Temperatur ist ganz normal, aber... Aber der betet doch einfach nur und beten an sich finde ich jetzt nicht so... Ja, wenn es nur das Beten wäre. Aber das hat neuerdings eine, ja, messianische Komponente. Gestern hat er gesagt... Ich möchte lieber predigen als Zeitungen machen. Das geht doch nicht. Und kurz bevor du kamst, flüsterte er, ich habe Blut in den Schuhen. Ich schwebe über dem Erdboden und sehe Engel. Das hat er gesagt? Ja, und atmet nicht so laut. Ich will jetzt sterben. Psst! Atmet nicht so laut. Ich will jetzt sterben. Oha! Ja, ja, los, mach was, gib ihm was. Axel, hallo. Ich bin's. Wir müssen ihn zurückholen.
auf die Erde, sozusagen. Ja, na los, mach schnell. Ja, am besten kann das eine eng vertraute Person. Also du musst ihn aus der Fassung bringen. Ja, aber er ist doch. Du musst ihm einen Schrecken einjagen. Schockier ihn. Rosemarie? Liebling? Mein Gott, was ist mit dir? Rosemarie? Hörst du mich? Soll ich einen Arzt holen? Am nächsten Morgen saß Axel Springer wieder an seinem Schreibtisch. Business as usual. Die Hörzu hatte gerade die 3-Millionen-Marke geknackt. Die Bild-Zeitung stand kurz davor. Kampen auf Sylt. Hinter Buhne 16 trafen sich am heutigen Morgen die beiden Hamburger Verleger Axel Springer und Rudolf Augstein zu ihrer traditionellen Blattkritik. Friend in me, when the road is rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your pal said. So you've got a friend in me, yes, you've got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me. If you got troubles, then I've got them too. There isn't anything I wouldn't do for you. If we stick together, we can see it through. 'Cause you've got a friend in me. You've got a friend in me. When some other folks might be a little smarter than I am, bigger and stronger too, maybe, but none of them could ever love you the way I do. Just me and you, boy, and as the years go by, our friendship will never die. You've got a friend in me. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Weißt du, Rudolf, bei euch weiß man doch jederzeit, wogegen ihr seid. Und nämlich gegen alles, gegen die Kommunisten, gegen die Neonazis, gegen die Regierung, gegen die Opposition, gegen die Amerikaner, gegen die Russen, gegen die Engländer, gegen die Franzosen. Mich würde ja nicht überraschen, wenn ihr auch nur eine Titelgeschichte gegen Gott bringen würdet und dann in der Woche drauf eine gegen die Atheisten. Dagegen, dagegen, dagegen. Aber wofür ihr seid, das ist mir vollkommen schleierhaft. Tja, Axel, wir sind eben das Sturmgeschütz der Demokratie. Und ihr mit eurem ewigen seid nett zueinander, seid eben halt nur das Luftgewehr der Schrebergartenkolonie. Naja, Rudolf, ja. Es ist der Zeitpunkt gekommen, wo Bild nicht mehr nur zum Geldverdienen und zum Amüsement der Leser da ist. Bild braucht echte Ziele. Eine Zeitung ohne Richtung ist chancenlos. Schreiben, was ist, Axel, schreiben, was ist, nicht schreiben, was sein also soll. Also Realitäten bringen mich um, Rudolf. Ich bin der festen Meinung, dass ein Zeitungsverleger kein Recht hat, politisch teilnahmslos zu sein. Mann zerstückelt Frau und isst sie anschließend auf. Oh Gott, ich habe schon wieder so einen Ekel an der Welt. Willi, der Herr Augstein hat wieder einen Ekel an der Welt. Noch zwei Champagner, bitte. Sehr wohl, Herr Springer. Hausmarke? Hausmarke, das Beste, was Sie da haben. Sag mal, ich habe letztens so einen Gastbeitrag bei euch gelesen von einem gewissen Albert Schweitzer. Hm.
Dieser Dschungeldoktor darf da sein ganzes krudes Zeug bei euch auf zwei Seiten ausbreiten. Der Mann hat doch recht, gegen eine atomare Bewaffnung Deutschlands. Ich meine, man muss doch jetzt mal Flagge zeigen. Es ist exakt meine Haltung. Keine Raketenbasen in Deutschland. Deutschland eine atomwaffenfreie Zone. Kritisch gegenüber der USA-Politik und kritisch auch gegenüber der Bonner Außenpolitik. Ich meine, was der Adenauer da... So. Wer beim Wiedervereinigungsschwur die Hand gehoben hat, ohne an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung zu glauben, dem fällt ein politisches Verbrechen zur Last. Bin ich ganz sicher, ob dieser Boccia-spielende, rosenzüchtende, machtverbissene alte Mann noch alle Tasten, also ob der noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Der fährt doch einen wahnwitzigen Kurs mit seinem föderalistisch-katholisch gezähmten Rheinstaat, dem er ein protestantisch gesinntes Ostdeutschland vorzieht, ein Komplettdeutschland vorzieht, ein Gesamtdeutschland vorzieht. Der ist doch nichts weiter als ein karolinischer Rheinländer. Was machen Sie denn da? Ich komme gleich, gibt's ja nicht. Ein karolinischer Rheinländer, der mit den deutschen Kolonien im Osten nichts anzufangen weiß. Also mit den deutschen Provinzen jenseits der Elbe-Saale-Linie natürlich. Ich muss mich jetzt mal kümmern. Geben Sie mal her. Axel, wir dürfen das dem Alten nicht überlassen. Ich verlange Gespräche mit Grotewohl und mit Ulbricht. Ist ja wirklich schwierig. Oder zumindest ein Kuhhandel mit den Sowjets. Das gibt's doch nicht. Um unsere 18 Millionen Landsleute, die als Staatssklaven unter die Räuber gefallen sind, aus unterdrückendster und niederdrückendster Knechtung an Leib und Seele zu befreien. So. Ja, was mache ich jetzt? Läuft das alles raus? Jetzt komm, Rudolf, lass uns nicht lang drum herum reden. Wir fliegen zusammen nach Moskau. Danach, da kannst du ja wieder schreiben, was ist. Aber jetzt machen wir erstmal das, was dran ist und sein soll. Auf Moskau. Auf Moskau. Moskau. Seit nunmehr 8 Tagen befindet sich der deutsche Verleger Axel Springer gemeinsam mit seiner Frau Rosemarie, seinem Verlagsleiter Christian Kracht und dem Chefredakteur der Welt Hans Zehrer in der sowjetischen Hauptstadt, um dem Generalsekretär der KPDSU Nikita Chruschtschow seine Vorschläge zur Lösung der deutschen Frage zu unterbreiten. Und was steht morgen auf dem Programm? Bolschoi. Doch nee, bei aller Liebe, nicht schon wieder Bolschoi. Montag Nussknacker, Dienstag Schwanensee, gestern Dornröschen, heute Petruschka. Ich kann keine bolschewistischen Hupfdohlen mehr sehen. Aber mein lieber Herr Kracht, das ist das beste Ballett der Welt. Da ist es wenigstens warm. Sarah, der Bart steht Ihnen gar nicht. Bei der Kälte. Schätzchen, bist du so nett. Yes, da. Ah, Herr Botschafter, guten Abend. Ja, wir haben es wieder sehr genossen im Bolschoi. Vielen Dank für die Karten. Sie wollen sicher meinen Mann. Ach so, nein. Ja, natürlich können Sie auch mir. Und ich dann ihm. Oh, das ist allerdings eine wirklich gute Nachricht. Ja klar, passt uns das. Was zieht man denn da an beim Herrn? Ach so, danke. Verstehe. Ja, ich werde es ihm ausrichten. Bis morgen dann. Und? Morgen Startzirkus? So in etwa. Meine Herren, es ist soweit. Morgen empfängt uns Chruschtschow. Oha! Na dann. Das
Das ist ja auf die Stunde genau. Hatte mir doch das meine Astrologin vorhergesagt. Wie konnte ich nur so dumm sein? Wir haben uns nur den Zeitunterschied zwischen Moskau und Hamburg haben wir uns nicht dran gehalten. Mensch, das läuft alles nach Plan. Noch nie standen die Sterne so günstig. Ach ja, und der Botschafter bat darum, dass du bitte den Adenauer zurückrufst, ganz dringend. Er versucht schon seit 3 Tagen. Ja, gestern hatte ich ihn selbst dran. Er war ganz aufgebracht, fragte, ob wir jetzt Krieg miteinander führen wollen. Und dann sowas wie, der Rubikon sei überschritten. Der Adenauer, der kann warten. Was hingegen keinen Aufschub duldet, ist auch die Lösung der deutschen Frage. Wie machen wir's? Meine Herren, ich bitte um Vorschläge. Ich bin doch so in Theaterlaune. Spielen wir's doch mal durch. Also wenn das gelingt, dann werde ich Außenminister des wiedervereinten Deutschlands. Und wir, Zehrer, angenehmer Nebeneffekt, wir haben automatisch ein doppelt so großes Verbreitungsgebiet. In welchen Ländern und Städten wir da Redaktionen errichten könnten. In Leipzig, in Dresden, in Rostock und unsere besten Leute schicken wir dahin und kracht. Wir brauchen da natürlich selbstverständlich auch neue Druckereien da drüben. Da ist ja nichts. Langsam. Jetzt mal einen Fuß vor den anderen setzen, Axel. Ich würde das jetzt wirklich gerne erstmal durchspielen. Also in Ordnung. Dann sind Sie, Christian, jetzt mal der Chruschtschow. Kann ich nicht Adenauer sein? Der Adenauer, den brauchen wir gar nicht dafür. In so einen russischen Bauern kann ich mich gar nicht reinversetzen. Herr Zehrer, dann machen Sie das. Sie sind Chruschtschow und Sie, Kracht, Sie sind die Elbe. Ja, Sie spielen die. Ja, Sie fließen da, was weiß ich, zwischen Tür und Waschbecken da so rum und so. Und ich bin dann... Ich lege jetzt, Rosemarie, gib mir mal da das Nussknacker-Programmheft, ja, und ich lege jetzt Zehrer, also ich mein Chruschtschow, mein Konzept, ein bisschen tiefer, mein Konzept vor. Herr Springer, ich soll lesen dieser Zettel, warum? Sehr gut, Zehrer. Zettel sind nicht gut. Ich werde freisprechen. Mein sehr verehrter, lieber Herr Generalsekretär, es ist uns eine große Ehre und so weiter und so Herr fort. Herr Springer, ich nicht habe viel Zeit. Ja, verstehe, in aller Kürze. Punkt 1, Deutschland tritt aus der NATO aus. Sehr gut, Herr Springer, Sie mir gefallen. Was trinken, guter also, Mann? Zehre ist mal ein bisschen mehr Kreml und ein bisschen weniger Unsorgtheater. Ja, weiter. Zweitens, Deutschland tritt allerdings auch nicht im Warschauer Pakt bei, sondern wird neutral. Herr Springer, ganz schlecht. Sie meinen wie Schweiz, nur ohne Geld? Punkt 3, eigentlich der Hauptpunkt, aber den verstecken wir so ein bisschen. Vorbereitung einer Zusammenführung beider Teile Deutschlands zu seinem... Gras, Deutschland! Gras geht nur, wann kommunistisch, dann groß, immer gut. Punkt 4, freie Wahlen in Deutschland. Freie Wahlen? Jetzt! Verrückter Herr Springer! Freiheit, nichts gut für Deutschland. Haben gezeigt, nicht können. Ach, da hat er mich jetzt. Sehr gut gegeben, Nikita. Und wenn er mir dann vorschlägt, warum machen Sie denn nicht eine Konföderation mit Ulbricht? Da werde ich ihm sagen, mein lieber Herr Chruschtschow, mit Ulbricht nie. Eine Konföderation, das ist doch für mich der Beginn eines Bürgerkriegs. Also ganz pragmatisch, Axel, ja? Wir müssen dem russischen Bauern klar machen, was er davon hat. Oder? Ja, eine Möglichkeit gäbe es noch. Wie denn? Was denn? Ja, ganz einfach. Wir machen es wie die Österreicher und saufen die Brüder unter den Tisch. Also Mist, wenn man den Augstein einmal wirklich braucht, ist er nicht da. Künstler sind wie Sonntagskinder. Nur sie sehen Gespenster. Doch wenn sie ihre Geschichte erzählt haben, dann sieht sie jedermann. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin. Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen
aus Pankow. Und du findest sie sehr bedeutend und sie dich auch. Dann ist es auch schon so weit, ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid. Und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz mit den Rolling Stones und einer Band aus Moskau. Sonst gibt's die größten Helfereien, denn du hast ja nun Tagesschein. Mädchen aus Ost-Berlin, das war wirklich schwer. Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben wäre. Doch ich komme wieder und vielleicht geht's auch irgendwann mal ohne Nervenverein. Du musst doch auf die Dauer was zu machen sein. Ich hoffe, dass die Jungs das nun bald in Ordnung bringen, denn wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Vielleicht auch mal etwas länger, vielleicht auch mal etwas enger. Wir wollen doch einfach nur zusammen sein. Platz! Genossen? Kann mir nicht mal jemand erklären? Hä? Der Klassenfeind in Person? Persona non grata. Ja, meinetwegen, der fliegt mal über ganz gemütlich rüber nach Moskau zu einem Kaffeekläuschen mit unseren lieben Genossen, Generalsekretär, um dem, wenn ich das revanchistische Käseblatt hier richtig interpretiere, seine verrückten, brandgefährlichen Wiedervereinigungspläne zu unterbreiten. Und ich erfahre das als Letzter aus der Zeitung, noch das überhaupt ihr hier. Genossen, ich höre. Schnauze, jetzt stellt euch mal vor, die sitzen da drüben zusammen nicht beim Kaffee, sondern beim Tässchen Schnaps. Wie damals da mit dem Österreicher da in Wien. Hitler? Hitler, du Dumpfbacke-Mensch. Fiegel, Fritz Fiegel. Dann würden die nach kurzer Zeit selig, besoffen und am Tisch das Deutschlandlied trällern. Und das wäre dann gewesen, ja? Deutschland wäre neutral. Ja, neutral, Mensch. Auf jeden Fall wären wir wieder in der Produktion, ne?
Bei der Gelegenheit, Genossen, wer von euch hat eigentlich eine abgeschlossene Berufsbildung, Genossen? Siehste? Und da sind wir da, was wir können. Also, was wissen wir über den Mann? Wer ist denn dieser Axel Cäsar Springer? Geboren am 2. Mai 1912 in Hamburg. Altona, Hamburg, Altona. Vater Hinrich Springer, Druckereibesitzer. Mutter Ottilie, Hausfrau und wenn Sie mich fragen, verhinderte Künstlerin. Realgymnasium. Fetzerlehre. Druckerlehre. Papierhändler. Der Tauber von Altona. Journalist. Schriftleiter. Schriftleiter. Schriftleiter, so Musik in meine Ohren, Mensch. Das riecht doch mächtig nach brauner Scheiße auf dem Silbertablett serviert. Genossen. Haben wir da was? Haben wir noch mehr? Ja, ein Foto hätten wir da. Ja, zeig dir mal. Können wir das Foto gerade machen? Vielen Dank. Aha, sieh an. Der gute Mensch von Altona. Und braun gefleckt wie eine Mecklenburger Milchkuh. NSKK. NS was? NSKK. Ja, Deutsch, was heißt das, Mensch? Nationalsozialistische Körperkultur? Nazi-Spezialkommunistenkiller. Nordisches Sprengkommando Kiel. Leider nicht. Aber immerhin nationalsozialistisches Kraftfahrkorps. Aha, aha. Mit Leni Riefenstahl in der Seifenkiste, ja? Mhm. Nee. Genossen, das ist alles schön und gut, aber letztendlich reicht das nicht. Wenn dieser Mann nicht selbst in einer höheren Position war. Aber da, in seinem Umfeld gab es schon welche. Ja, ja. Horst Mahnke, SS-Hauptsturmführer, Chefredakteur. Paul Schmidt-Garell, Obersturmbannführer der SS, Sprecher von Ribbentrop, kam übrigens beide vom Spiegel. Und. Ja, das sind doch aber nur Schriftfritzen aus dem Umfeld. Immer nur das scheiß Umfeld. Mensch, damit können wir dem doch keinen Pilz an der Backe nageln. Er sagt, er wollte denen allen eine zweite Chance geben. Wen haben wir nicht alle schon eine zweite Chance gegeben? So ist es. Wenn wir diesen Mann fertig machen wollen. Und das wollen wir doch wohl. No, wer unsere Republik in Anführungszeichen setzt. Ja, wer der DDR abspricht, deutsch-demokratisch und eine Republik zu sein. Genau, da müssen wir ein ganz anderes Kaliber auffahren. Den werden wir nach allen Regeln der Kunst abschöpfen. Und dazu haben wir eine ganz scharfe Biene. Eine messerscharfe geile Torte in sein Vorzimmer installiert. Jawohl, IM Cäsar Tipse ist notiert. Sitzt schon so gut wie eine Axel-Schreibmaschine. Genossen, das ist noch nicht alles, denn jetzt kommt der Gnadenhammer. Wir machen Kunst. Jawohl, operative Kunst. Wir werden die DEFA anweisen, einen dokumentarischen Film über den Mann zu drehen. Und zwar nicht unter 6 Stunden. Und dabei will ich vordergründig Folgendes sehen. Erstens, der Mann ist schwul. Zweitens, der Mann ist Alkoholiker. Drittens, er ist impotent vom Saufen. Und viertens, das Geld. Das kommt aus ihren dunkelbraunen Kanälen. Also sagen wir mal... Eine Gruppe schwuler SS-Männer. Ja, eine Gruppe schwuler SS-Männer hat den Juden das ganze Geld geklaut und über die Schwiegermutter an den feinen, schwulen Alkoholiker weitergeleitet. Richtig. Und singen kann er auch nicht. Und singen kann er auch nicht. Bravo! Genossenminister, welchen Decknamen hat die Operation? Oh, Decknamen brauchen wir ja auf. Wie nennen wir die Chose? Operation Brutus. Brutus? Ja, wegen Cäsar. Oh ja, warum nicht? Brutus. Ja, gut, Brutus. Bravo. Und, Genossen, als kleines Sahnehäubchen obendrauf, damit auch jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik diesen Film sieht, werden wir die gesamte Dokumentation kostenlos über das Westfernsehen verbreiten lassen. Ja? Wir haben da bei Panorama einen Mann zu sitzen, der wartet nur auf sowas. Weltspitze! Bravo. Bravo. Bravo! Weißt du, mit wie viel Scham die große Stadt Berlin für uns erwacht? Wie sie noch müde mit dem einen Auge weint, dem anderen lacht. Wie spät? Es ist 5 Uhr. Berlin erwacht. Berlin erwacht.
Der alte funkt und blinzelt müde noch ins erste Sonnenlicht. Ein Bäckersjunge fährt die Brötchen aus, den Schlaf noch im Gesicht. Wie spät? Es ist 5 Uhr. Berlin erwacht. Berlin erwacht. Der erste Bus fährt mich vom Grunewald direkt zum Bahnhof Zoo. Vom letzten Kuss in einer Bar am Rand der Stadt, ich weiß nicht wo. Spät! Es ist 5 Uhr! Ah! Berlin erwacht! Berlin Die ersten Leute gehen die Zeitung unterm Arm zu ihrer Bahn. Adieu Berlin bei Neid, es ist soweit, ein neuer Tag fängt an. Aber wie spät? Es ist 5 Uhr. Ja. Berlin erwacht. Berlin erwacht. Also ich finde, diese potenzielle Quelle gegen das Provinzlertum, also die Stadt Berlin, wäre auch, schmeckt aber ganz gut heute, wäre auch ein guter Ort für so ein Blatt wie den Spiegel. Schmeckt Ihnen auch so gut, Axel? Die Freiheit dieser Stadt, ein bisschen versalzen ist, die kann auch auf die Dauer nur erhalten bleiben, wenn der Geist, ich meine, und kalt ist, wenn der Geist wieder lebendig wird, der sie früher erhalten hat. Ich rede ja auch nicht von diesem nervösen, fiebernden, entzweigerissenen Berlin. Was machen eigentlich meine Fritten? Ich rede von dem Berlin, was sein wird, wenn wir die Hauptstadt von den Rebhügeln des Rheins zurück in die Streusandbüchse des Reiches verlegt haben. Ach, mir wird speiübel. Da kommst du schlecht nur auf wieder. Nein, bei der Feststellung, dass das vermeintlich reich gewordene Deutschland sich nur gequält um seine ehemalige Hauptstadt kümmert, davon wird mir speiübel. Was, dann stimmt irgendwas nicht, schmettet mir, oder nee, was? Doch, doch. Alles gut, doch, alles gut. Gut. So. Für welchen von euch zwei Experten waren denn jetzt die Fritten hier? Die sind für mich. So ist Selbstbedienung, junger Mann. Ach ja, Berlin. Bin gleich zurück. Hat jemand hier Büchsenbier? Haben Sie auch Büchsenbier? Ich nehme das mal mit, ja? Dankeschön. Machte Mark extra. Ja, gebe ich Ihnen gleich. Ich komme gleich wieder. Ja, ich weiß schon. So, hier, gib mir mal ein paar. Ich schaffe die eh nicht ganz alleine. Oh ja, ne? Das ist aber lieb. Denn nur von Berlin aus kann der Spiegel seine publizistische Aufgabe für die Freiheit und Unabhängigkeit aller Menschen deutscher Herkunft und Nation äußerst heiß. Gibt's ja nicht. Auch noch. Da müssen wir jetzt hier lauwarmes Büchsenbier trinken, oder was? Wünsche, wo ihr Speis zu haben. Ich würde dann gleich mal abkassieren. Ja, also, Rudolf, wir machen das, ja? Ich gehöre hierher. Ich gehe nach Berlin. Und selbst wenn dieses Berlin-Engagement kostspielig wird, das Geld ist da. Macht 5,60 Mark. Ja, das stimmt so. Was? Das kenne ich nämlich schon. Bestellen, bestellen, bestellen und dann auf einmal, meine Herren, kommt ganz plötzlich der Zug, wegsitze. Ein Zeitungshaus wie das unsere, das muss ich doch bei Zeiten eine geistige Zentrale in der Hauptstadt Deutschlands schaffen. Geistig auf jeden Fall und immer. Können wir noch zwei Klare haben, also von bitte? Von wegen geistig. Haus bauen, Flagge zeigen. Ich meine, ich weiß sehr wohl, dass es Leute gibt, die mich für naiv halten. Aber ich glaube an eine Wiedervereinigung binnen 5 Jahren. Du Brandenburger Tor, kannst doch nicht im Ernst an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung glauben. Weißt du, Rudolf, bisher ist immer noch all das eingetroffen, was ich mir wirklich gewünscht habe. Na dann, auf Berlin. Auf Berlin. Na dann mal Prost. Seit heute Vormittag wird der Sowjetsektor von Grenztruppen und Volkspolizei der DDR mit Stacheldraht und Panzersperren abgeriegelt. Bausoldaten haben damit begonnen, eine Mauer zu errichten. Unterdessen gehen die Arbeiten am Neubau des Axel Springer Verlags
im historischen Zeitungsviertel Berlins, direkt an der Sektorengrenze, weiter voran. Jugend, erwach, erhebe dich jetzt, die grausame Nacht hat ein End. Und die Sonne schickt wieder die Strahlen hernieder vom blauen Himmelsgezelt. Die Lerche singt frohe Lieder ins Tal, das Bächlein ermuntert uns all. Und der Bauer bestellt wieder Acker und Feld, bald blüht es all überall. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. All überall der Hammer ertönt, die werdende Hand zu uns spricht. Deutsche Jugend, pack an. Berliner Luft wird uns gut tun. Hier haben wir doch beides, ein klares Ziel vor Augen, nämlich die Einheit unseres Vaterlandes in Freiheit. Und bis es soweit ist, haben wir den Feind immer deutlich im Blick. Oder um ausnahmsweise mal Lenin zu zitieren, wer Berlin hat, der hat Deutschland. Und wer Deutschland hat, der hat Europa. Und I learned my lesson in Moskau. Die Einheit kriegen wir nicht geschenkt. Dafür müssen wir was tun. Bis zur Wiedervereinigung auf Seite 1 all unserer Blätter eine Meldung über die Ostzone. Zeugnisse der Unfreiheit, Flüchtlingsgeschichten. Dann schmeißen wir das gesamte ostzonale Radio- und Fernsehprogramm aus unseren Publikationen raus. Und wir werden auch Sorge tragen, dass kein anderer hierzulande sie mehr abdruckt. Findet nicht mehr statt. Ist doch nicht einzusehen, dass wir uns hergeben als Steigbügelhalter für die Verbreitung all der Lügen aus Pankow. Denn in diesem Punkt will ich Lenin einmal nicht zitieren, sondern ihn widerlegen. Wir Kapitalisten sind eben nicht bereit, den Strick zu verkaufen, an dem man uns aufzuknüpfen gedenkt. Ich werde meine Blätter anhalten, jeden Tag klug auf die Ostzone zu kloppen. Klug. Ich habe uns doch nicht hier direkt an die Mauer verpflanzt, um ein tumber Antikommunist zu werden, sondern in der Hoffnung, dass diese Mauer irgendwann umfällt. Berlin. In Anwesenheit von Bundespräsident Heinrich Lübke und dem regierenden Bürgermeister Berlins Willy Brandt eröffnete der Verleger Axel Springer heute seine neue Konzernzentrale in Berlin-Kreuzberg direkt an der Mauer. Unter den Gästen waren auch Franz Josef Strauß, Rudolf Augstein, Günter Grass und Max Schmeling. Altkanzler Konrad Adenauer richtete vom Krankenbett Glückwunschgrüße aus. Teilweise übertönt wurden die Feierlichkeiten durch ein Hubkonzert von hunderten Berliner Taxifahrern,
Jedem von ihnen hatte Axel Springer zur Feier dieses Tages eine vergoldete Schweizer Automatikuhr geschenkt. Bevor er das 50 Meter lange Buffet eröffnete, sagte der Verleger: Ich habe mich ergeben, mit Herz und Hand dir, Land voll Lieb und Leben, mein deutsches Vaterland. Du bist nicht die Erste, du musst schon verzeihen, aber meine Letzte, die könntest du sein. Du hast den gewissen Zauber, der ins Blut geht wie der Sekt, den geheimnisvollen Zauber, der die tollsten Wünsche weckt. Du bist nicht die Erste, du musst schon verzeihen, aber meine Letzte, die könntest du sein. Bei den anderen Frauen war mein Herz nie vermehrt. Da bist du die Erste, die Erste, die zählt. Herrliche Tage, wo man noch glaubt, liebert Ewigkeit. Alles im Leben wird dir geraubt, alles verschlingt die Zeit. Und eines Tages kommt der Moment, wo man Adieu sagt, lächelnd sich trennt, tut dann verzweifelt, trüb und verzagt, bis man zur Nächsten sagt: Du bist nicht die Erste, du musst schon verzeihen. Aber meine Letzte, die könntest du sein. Du bist nicht die Erste, du musst schon verzeihen, aber meine Letzte, die könntest du sein. Bei den anderen Frauen war mein Herz nie vermehrt. Da bist du die Erste, die Erste, die. Zu erkennen. Auch nickende Masken nützen uns nicht. Er will beim richtigen Namen dich nennen. Und darum zeig mir dein wahres Gesicht. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Also, Herr Nassen, wie ist der Stand? Operation Brutus. Meldige Gehorsamsgenosse, Minister.
Der Film ist fertig. Naja, das wurde ja auch langsam Zeit. Mensch, über 7 Millionen Mark haben wir da verballert. Jetzt wollen wir auch was sehen. Ha? Du Ohrschnuller, wa? Kickst du immer noch so gern zu? Genosse Minister, da ist uns in aller Bescheidenheit wirklich ein Meisterwerk gelungen, wie uns die Genossin Professorin Kessler vom Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED sicherlich gerne bestätigen wird. Ah ja, dann lass doch mal hören. Genosse Minister, die Schöpfer des Films haben es geschafft, das anonyme, schwer zu durchschauende und unpersönliche S des Monopolkapitals in einem konkreten, leicht verständlichen und für Millionen sichtbaren R darzustellen. Der Film Ich, Axel Cäsar Springer bietet, obwohl sehr sparsam mit der direkten Wiedergabe von Dokumenten umgegangen wird, in allen Szenen beweiskräftige Aussagen über wesentliche historische Fakten, Probleme und Zusammenhänge. Auch gewisse kolportagehafte Elemente sind durchaus am Platz. Sie amüsieren und unterstreichen das sumpfblütenhafte Milieu. Der Zuschauer wird die Möglichkeit haben, die Parteilichkeit und die innere Wahrhaftigkeit des Films anhand der geschichtlichen Ereignisse selbst auf die Probe zu stellen. Ja, liebe Genossin Kessler, also mit Verlaub, das wäre das doch alles wunderbar, könnte man doch das auf 3 Sonderseiten im FF dabei schreiben, ne? Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen was von dem Meisterwerk sehen, ja? Also, ja, schmeiß mal einen Riemen auf der Orgelfritsche und dann Film ab. Können wir den Film und los geht's. Ja. Also. Rechnen 4, aber Musik 1. Schluss mit dem Gesangsunterricht! Aber wenn doch alle sagen, dass der Junge Gold in der Kehle hat. Nur heimlich und selten konnte er etwas für seine eigentliche Sehnsucht tun. Schauspiel und Gesangsunterricht vom Geld der Mutter. So. Nein. Spielbein, Standbein. Denken Sie doch immer an das... Nein. Das ist das kleine Bällchen, das vom Luftstrom getragen wird und nicht herunterfallen darf. Los, auf, jetzt bald! Axel! Ey! Bei jedem Ärger sich verstecken. Nein, nicht! Das letzte Mal, dass ich nach Ihnen gesucht habe. Nein, schlafen! Schlucken! Runter! Bei unserem vermutlichen Abschlussgespräch sollten Sie bei Verstand sein, soweit das geht. Roh und primitiv. Das kann für Sie sehr unangenehm werden. Ich muss gegen 2 18-jährige Homosexuelle Anklage erheben. Erregung von öffentlichem Ärgernis. Autounfall bei Volltrunkenheit. Und Ihr Name, mein Bester, lässt sich aus der Affäre leider nicht heraushalten. Herr Kammer, ich bitte Sie. Herr Kammer, Sie als Staatsanwalt. Natürlich, wenn die beiden bis Montag außer Landes wären, dann könnte ich das Verfahren gar nicht eröffnen. Das regelt was. Ich werde Ihnen meinen Dank niemals abstatten können, lieber Kramer. Nichts einfacher als das. Vielleicht ein paar lobende Artikel, ein Interview. Nach der nächsten Kommunalwahl sehe meine Frau mich gern im Senat. Pardon. Kleine, mir ist plötzlich nicht gut. Aber Axel... Wir haben doch noch die ganze Nacht vor uns. Du kannst hier schlafen. Oder mein Wagen fährt sie nach Hause. Na, also du bist vielleicht komisch. Lädst dir ein Mädchen ein und dann bist du müde. Wissen Schnulle, besteht nicht die Frage, Kollegin Professor, besteht nicht die große Gefahr, dass man den Schauspieler mit seiner Rolle identifiziert? Also grob ausgedrückt, dass die große Schauspielkunst unseres Horst Drinder als große politische Kunst Springers missverstanden werden könnte? Ja, berechtigter Einwand, Genosse Minister. Aber Springer wird doch hier mustergültig als Held der westlichen Welt dargestellt.
verschlagen, gerissen, unterwürfig, aber auch frisch, wenn er seine Chance auf dem Weg nach oben wittert. Und seine Gefährlichkeit wird keineswegs aufgehoben, wenn er manchmal wie ein kleines, dummes Würstchen aussieht. Würstchen, ja. Natürlich ein dramaturgischer Umhauer, was? Unser Horst Rentner als Würstchen? Genossen, Minister, unser gewachsenes sozialistisches Bewusstsein und unser Hass gegen den Klassenfeind und seine bei aller Verwesung gefährlichen Welt wird durch dieses Werk gefestigt werden. Ja. Ja, alles schön und gut, Genossen, aber ich meine, wir sind uns auch doch wohl alle einig darüber, das alleine tut's ja nicht. Ne? Was haben wir denn da an weitergehenden operativen Maßnahmen in der Hinterhand, Fritsche? Naja, der Genosse Generalsekretär hat ja beim Parteitag kürzlich ganz klar die Stoßrichtung vorgegeben. Wie waren denn die Worte vom Genossen Ulbricht, Genossen? Ha? 1, 2, 3. Enteignet Springer! Ja, ja, oder so ähnlich. Mir müsst ihr das nicht erzählen, ich weiß es. Die fortschrittlichen Kräfte im Westen, die müssen sich das auf ihre Fahnen schreiben. Bravo! Bravo! Bravo. Ah. Ich bin Sag mal, Rudolf, hab gehört, du willst mich enteignen? Lieber Axel, Ihr Konzern wächst und wächst wie ein gefräßiger Tumor. Allein schon die schiere Größe Ihres Unternehmens ist ein Grund, also jetzt nicht um zornig zu werden, aber um das System zu hinterfragen. Kein einzelner Mann in Deutschland hatte vor und nach Hitler so viel Macht kumuliert wie Sie. Also jetzt Bismarck und die beiden deutschen Kaiser mal ausgenommen. So, und deshalb nennen mich deine roten Freunde Hugenberg, ja? Axel, persönlich habe ich doch nichts gegen Sie, verstehen Sie mich nicht falsch. Im Gegenteil, ich halte Sie für einen der tüchtigsten Geschäftsleute in der Bundesrepublik, aber politisch... Politisch unterstützen du und Bucerius diese vom Osten gelenkte Kampagne mit jeweils 50.000 DM. So ganz politisch, ja? Na, man hilft halt gern, ne? Aber verstehen Sie nicht, also, lieber Axel, sind politisch wirklich eine fatale Erscheinung? Es existiert kein westliches Land, in dem ein einzelner Mann 40% aller gedruckten Nachrichten und Meinungen kontrolliert. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich weiß schon, im Verlegeraquarium der Bundesrepublik tummeln sich sehr viele sehr seltsame Fische, aber es gibt dort keinen einzigen Hai, der so einen großen Magen hat wie Sie. Aber ich weiß auch, das kapitalistische Pressesystem beruht auf dem unveräußerlichen Recht jedes Kaufmanns, sich dumme Kunden zu suchen, um sie noch dümmer zu machen. Alle Leute haben doch eine Möglichkeit, eine andere Zeitung zu lesen. Oder will man mir jetzt ernsthaft zumuten, dass ich in meine Redaktionen gehe und sage, meine Herren, jetzt machen Sie mal bitte schlechtere Zeitungen. Natürlich bin auch ich nicht immer mit all dem einverstanden, was in meinen Zeitungen steht. Ich hole mir durchaus öfter mal blaue Flecke, wenn ich morgens bei der Lektüre meiner Blätter da aus dem Bett falle. Der Mensch hat die Stirn, sie zu runzeln und der Kopf ist nicht nur zum Haare schneiden da. Mein lieber Rudolf, jetzt mal was ganz Praktisches. Hab ihr mal ein paar Probetitelblätter aus unserer Druckerei dabei? Wie rot hättest du es denn gern? Mehr so Wenerrot oder Brandrot oder doch... eher so Moskau-Rot, wenn du mir schon mit Ulbrichts Enteignungsparolen kommst. Na, eins ist jedenfalls sicher, schwarz machen wir es nicht. Mein lieber Rudolf, jetzt mal im Ernst. Wir drucken das nur unter einer Bedingung und dann gern so rot du willst, wenn du nie wieder behauptest, keiner hätte an der deutschen Spaltung mehr verdient als ich. Einverstanden. Abgemacht. So machen wir es. In Ordnung. Freut mich. Berlin. Auch heute kam es wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Demonstranten. Anlass waren die bevorstehende Verabschiedung der Notstandsgesetze und das amerikanische Engagement im Vietnamkrieg. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Gummiknüppel ein. Mehrere Personen auf beiden Seiten wurden dabei verletzt. Für die nächsten Tage sind weitere Demonstrationen angekündigt, die sich auch gegen den angeblich übermäßigen Einfluss der Zeitungen des Springer-Konzerns richten. Enteignen!
Bennett Springer. Wer will nicht mit Gammler verwechselt werden wir? Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden wir? Ihr lungert herum in Parks und in Gassen, wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir, wir. Den Mut für euch, sich zu schämen, wir. Wer lässt sich unsere Zukunft nicht nehmen, wir. Wer sieht euch alte Kirchen beschmieren und muss vor euch jede Achtung verlieren, wir. Wir. Präsident, sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, sehr geehrte Herren Stadtkommandanten, sehr geehrter Herr Präsident des Abgeordnetenhauses, meine sehr verehrten Damen und Herren aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kirche, sehr geehrte kaiserliche Hoheit, ich begrüße Sie mit ganz besonderer Herzlichkeit an diesem sonnigen Morgen. Der Regierende hat gute Gräten behalten und der Springer, immer noch total unenteignet, der steht vor Ihnen und der bleibt hier. Und zwar nicht zögernd und nicht zagend, sondern Herr Springer, mit der ganzen Zuversichtlichkeit für diese kostbare Insel Herr Springer. Der frei. Herr Springer, das was, geht nicht. Was ist? Sie können hier nicht so ungeschützt vor all den Leuten stehen und reden, als wäre nichts. Sie sind im höchsten Maße gefährdet, lebensgefährdet.
Ihr Name steht ganz oben auf einer Liste der RAF. Die wollen Sie entführen, wenn nicht gar töten. Sie passen doch auf. Es wird aber nicht reichen, nur Ihre öffentlichen Auftritte abzusichern. Wir, und damit meine ich mich und ein Dutzend Kollegen, werden Sie von nun an rund um die Uhr nicht mehr aus den Augen lassen. Das volle Programm. Gepanzerte Limousinen, schusssichere Fensterscheiben, Videoüberwachung sämtlicher Wohnobjekte, Alarmknopf in jedem Zimmer, Standleitung ins nächstgelegene Polizeirevier. Ist auch im Badezimmer? Überall. Außerdem braucht jede ihrer Wohnungen einen separaten Fluchtausgang. Und sowas wie ihr gläserner Bungalow auf Schwanenwerder ist unter Sicherheitsaspekten undenkbar. Da müssen Mauern hin. Meterdicke Stahlbetonmauern. Ja, aber dann lebe rundrum. Ich ja. Dann lebe ich ja wie im Gefängnis. Gefangen in Sicherheit. Anders können wir Sie hier in Deutschland nicht mehr schützen, Herr Springer. Wir haben Fluchtkonten auf 3 Kontinenten und jetzt auch noch eine Fluchtroute nach Skandinavien. Wir haben Wohnungen in Flensburg und Appenrade und in Norwegen eine Hütte. In allen Quartieren liegen Lebensmittel und Dollarbündel und Goldbarren in verschweißten und vergrabenen Konservendosen. Ja gut. Aber für den Fall, dass der Russe oder die RAF mal sonntags kommt und ich keinen von euch erreiche, dann muss ich doch wissen, wie ich wegkomme oder wo die Schlüssel liegen. Ich meine, der Dosenöffner. Am Nord-Ostsee-Kanal liegt, für den Fall einer Sperrung aller Brücken, ein Fluchtboot bereit. Ach ja, das Schlauchboot. Ist da eine Luftpumpe dabei? Manchmal scheitert das doch an Kleinigkeiten. Deutschland ist ein Irrenhaus. Ich möchte doch nicht unter den Trümmern meines eigenen Hauses begraben werden. Ich liebe Deutschland in seiner vielgestaltigen Landschaft. Die Deutschen aber mag ich nicht. Wo ist denn in meinem Land noch ein Politiker, dem ich mein Herz ganz öffnen könnte? Ich habe keine Lust mehr. Ich werde meinen Verlag verkaufen. Ich werde alles verkaufen. Alles. So beliebt wie in Israel möchte ich mal in Deutschland sein. Die Juden sagen, dass die Gerechten die Pfeiler sind, auf denen die Welt steht. Ich möchte einer dieser Gerechten sein. Mein Blick schweift hinüber auf die Mauern der Altstadt mit ihren Kirchen und Moscheen und auf den Ölberg mit den vielen, vielen jüdischen Gräbern. Und vor meinen Augen liegen auch die judäischen Berge. Mein Blick führt hinunter nach Jericho und ans Tote Meer. Kurz, ich sehe hinaus auf die Wiege der westlichen Kultur, auf den zentralen Ort der christlichen und der jüdischen Religion. Hier in Jerusalem muss ich mir mein zweites Heim bauen. Denn unser Volk hat die Gnade des Himmels an Israel, die unfassbar schwere Schuld von einst wieder gut machen zu können. Unser Haus ist das letzte westliche Verlagshaus, das unbeirrt zu den Israelis hält, dem Staat Israel fest durch alle Fairnisse zur Seite stehen. Dem Staat, den sich die Kinder und Brüder derer gebaut haben, die von Deutschen gemordet wurden. Diesem Staat und seinen Menschen fest zur Seite zu stehen, in praktischer Mitarbeit, in einer keine Gegenseitigkeit fordernden Treue, ganz einfach in Liebe. Wichtiger aber als alles ist der Geist dieser Stadt, der mich umfängt, ist die Geschichte, die mir auf Schritt und Tritt begegnet, ist schließlich der Hauch des Herrn, der hier deutlich zu spüren ist. Auch wenn es altmodisch klingt, wage ich es zu sagen, Israel ist ein Land, in dem man zum Beispiel das Wort Vaterland noch ohne Beigeschmack aussprechen kann. Ich bin der festen Meinung, dass eines jeden Christen zweites Vaterland Israel ist. Sag mal, kannst du nicht mal diesen albernen Bart abnehmen?
darf ich nicht. Der Bart ist Teil der Tarnung. Du, ich krieg momentan so ein bisschen Druck aus der Zentrale. Die wollen jetzt langsam was Handfestes. Ich glaube, ich hab da was. Da bin ich aber gespannt. Hier. Hier. Das ist die Speisekarte aus der Sturmhaube in Sylt. Das liegt ganz in der Nähe von seinem Haus. Kännchen Kaffee, Mineralwasser Syltquelle, Cäsarsalat. Das hat jetzt leider nichts mit ihm zu tun, nee. Unsere Zielperson isst dort meistens Kuchen. So mehr hast du nicht? Na doch, doch, hier, das Rezept. Rhabarberkuchen. Na, was soll ich damit? Nachbacken? Aber ihr habt doch gesagt, dass ihr alles wissen wollt. Dass ich jeden Stein umdrehen soll, dass jedes Detail wichtig ist. Ja, aber Mausi, ganz im Ernst. Für so ein bisschen Backe-Backe-Kuchen kriegen wir keinen Bulgarienurlaub. So Prämien gibt's nur für wirklich brisante Dokumente. Mensch, das weißt du doch. Ja, so wie neulich. Sein persönliches Telefonverzeichnis. Hast du nicht noch irgendwas in der Richtung? Ja, Telegramme, Liebesbriefe, Kontoauszüge. Hast du vielleicht ein interessantes Telefonat mitgehört? Nein, auch nicht. Doch, doch, apropos Telefonat mitgehört. Als ich neulich Herrn... unsere Zielperson mit Bild Hannover verbinden wollte, hatte ich plötzlich den Wallraff in der Leitung. Du, der kam mir richtig dumm. Ich dachte immer, das wäre einer von uns. Den Wallraff? Was macht denn der bei Bild? In Hannover? Ich denke, der arbeitet bei McDonald's. Nein, bei Bild in Hannover. Und seinen richtigen Namen hat er auch nicht gesagt. Was hat er denn gesagt? Hans oder Franz Esser oder Essen oder so. Und wie hast du ihn erkannt? Naja, an seiner Stimme. Entschuldigung, mir macht er doch nichts vor. Ja, ja. Den haben wir damals auch abgehört, wegen Biermann. Also damals, als die den da bei Bild abgehört haben. Also nicht die von Bild. Das war der Verfassungsschutz, der ihn da bei Bild abgehört hat. Ja, der saß ja da bei Bild. In Köln. In Köln. Ja, aber das war in Hannover. Sitzt der Verfassungsschutz jetzt auch bei Bild in Hannover? Oder war das einer von uns? Ich verstehe das nicht. Wer da jetzt wen? Dass sich da alle gegenseitig beim Abhören abhören. Herr Mausi, bitte beruhig dich doch. Die müssen sich jetzt mal tabulos an einen Tisch setzen. Die Bild-Zeitung, der Verfassungsschutz, der Wallraff und wir. Und dann ein für alle mal klären, wer da jetzt wen abhört. Mausi, als nächstes, glaube ich, trinkst du dann mal lieber ein Mineralwasser. Jetzt steckt doch kein normaler Mensch mehr durch. Ja, statt dieser Rotkäppchenbrause. Mein lieber Frieda Burda, mit Ihnen glaube ich an die Zukunft des gedruckten Wortes. Ganz einfach, weil Sie und Ihre Brüder bei aller Erfahrung junge Männer sind und weil A.S. 1948 und 1952 zwei Zeitungstypen schuf, die auch heute noch Gültigkeit haben. Sie, lieber Frieda und Ihre Brüder, sind erfolgreiche Söhne hoch zu respektierender Eltern, deren Lebenswerk weit über Deutschlands Grenzen hinaus Anerkennung gefunden hat. Mit ganz herzlichem Gruß, Ihr Kollege Axel. Im Grunde sind das meine Nachfolger, wenn mein Sohn sich nicht für den Verlag entscheiden kann. Und das Lachen, das wird euch gleich verjähen. Denn das ist nicht nur beschissen, das ist hochbrisant und gefährlich. Ihr habt ja nicht gemerkt, dass der Springer angefangen hat, ganz heimlich, still und leise unser Land aufzukaufen. Das ist unschön, Genossenminister, einerseits. Andererseits bringen Springers Gefangenenkäufe uns natürlich wertvolle Umfang vom Genossen Schalk-Golodkowski dringend benötigte Devisen. Genossenminister, ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn der Springer so wild drauf ist, DDR-Bürger zu kaufen, dann hätten wir, wenn wir alle bei nur 58 Westmark Stückpreis
auf einen Schloch exakt die Summe, mit der wir seinen ganzen Laden mit Sack und Pack aufkaufen könnten. Ja, ja, sicher. Und der Genosse Generalsekretär kommt und macht als letzter hier das Licht aus, weh? Genossen. So ein monopolkapitalistisch-faschistoider Großverlag. Was soll denn der hier, wenn das Land leer ist? Nee, das ist noch nicht sauber zu Ende gedacht. Aber Genosse Minister, die Grundidee ist nicht so verkehrt. Ja, da müssen wir aber den Preis ein bisschen ruf drücken. Ich meine, wenn der Springer wirklich alle Dissidenten und Republikverräter kaufen will, na, dann werden wir ihm mal eine andere Fassung drindrehen, damit er weiß, wo vorne ist. Mach mal einen Preis hier. 5.000. Noch 10.000. 20.000. Nun, keine Krümel, also wenn, denn schon Kuchen. 40.000 pro Nase. Mal sehen, wann dem der Luft ausgeht. Ja. Genosse Minister! Ah, wenn man vom Teufel redet, ist da der liebe Genosse Drutschki. Dressler. Wie? Dressler. Ja, Dressler, Führungsoffizier. Na, ausgeknutscht, Dressler? Was bringen Sie denn da? Neue Belege, ja, für Ausgaben. Ihrem Tipp, Sie haben mir soeben ein Foto übergeben, das unsere Zielperson aus einer völlig neuen Perspektive zeigt. Ja, ist ja toll. Dann gib ihm, zeig mal, mach mal. Ja. Aha, na, Kompliment, Genosse Drossel. Dressler. Wie? Dressler. Da haben Sie ja einen echten Hammer an Land gezogen, Mensch. Den Klassenfeind können wir nur besiegen, wenn wir denken wie der Klassenfeind. Und wie denkt der Klassenfeind? Auf den Kopf denkt er. Auf den Kopf. Also, Genossen, los jetzt, antreten zum Denken. Los, raus, hopp, hopp. Nur los, überholen, ohne einzuholen. Nach vorne auf die Denkmurmel und denken, los. Na? Alle hin. Und hoch die Gräten. Und hoppi. Mann, sieht das scheiße aus. Hamburg. Axel Springer Junior, der älteste Sohn des Zeitungsverlegers Axel Springer, ist heute in den frühen Morgenstunden tot aufgefunden worden. Nach Polizeiangaben besteht keinerlei Zweifel, dass es sich um einen Freitod handelt. Als Sven Simon hatte sich der 38-Jährige international einen Namen als Fotograf und Agenturchef gemacht. Zuletzt war er in der Position des stellvertretenden Chefredakteurs der Welt am Sonntag wieder in den Konzern seines Vaters eingetreten und galt als wahrscheinlichster Nachfolger an der Unternehmensspitze. Axel! Rudolf? Über deinen Anruf habe ich mich sehr gefreut. Ja. Ein kurzer Lichtblick in düsterer Zeit. Er war ein guter Junge und kannte nicht die Trägheit des Herzens. Ja, wie du weißt, hatte ich mit meinem Ältesten ja auch Probleme, die am Rand des Abgrunds lagen. Wie oft habe ich mich damals gefragt, was ich hätte anders oder besser machen können, und ich bin immer wieder zu dem Ergebnis gekommen, gar nichts. Ich hoffe, dass sich deine Schuldgefühle mittlerweile auf das unerlässliche Maß reduziert haben. Ich bete jeden Tag viele Male für ihn. Und auch dieser Donnerschlag lehrt mich, dass Arbeit allein in die Verzweiflung führt. Ja. Mein weltlicher Beruf, der zieht mich ja immer wieder vom intensiven Gebetsleben ab. Und der Ehrgeiz, als ein sogenannter Großer in unserem Beruf zu gelten, ist ja längst erloschen. Ich hasse meinen Beruf. Wem sagst du das? Wenn ich am Ende des Jahres nicht ganz gesund bin, dann trete ich zurück. Die politischen Nachrichten werden immer düsterer. Die falschen Propheten steigen auf.
Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Rudolf, aber was in den Zeitungen steht, will ich immer weniger wissen. Wenn ich abends müde nach Hause komme, dann habe ich doch gar keine Lust mehr, noch was zu lesen. Und deshalb höre ich mir die Bibel auf Kassette an. Ach, das gibt's jetzt auf Kassette? Ja, das gibt's auf Kassette. Das ist ja toll. Das werde ich mir auch zulegen. Dann. Ja, ja. Ich habe ja wieder angefangen, mich mit Jesus zu beschäftigen, als ich 1962, vielleicht erinnerst du dich, wegen Landesverrats eine Weile im Untersuchungsgefängnis saß, weißt du noch? Der Gefängnispfarrer, so ein junger Katholischer, der brachte mir damals immer eine Bibel in meine Zelle und ich lauschte sehr aufmerksam seinen Ausführungen. Ich hatte ihn ja auch gebeten, mir ein paar Schlaftabletten mitzubringen, um die Nächte etwas bequemer zu gestalten, was er dann ja auch tat. Also wenn ich heute vor dem Essen ein Tischgebet spreche, dann sagen meine Manager, das macht ja nicht mehr der Vorstand der CDU. Wenn ich heute durch meinen Betrieb gehe und mit einem Setzer über das Christentum spreche, dann sagt er, ja, Herr Springer, selbstverständlich, Herr Springer, sobald ich um die Ecke bin, sagt er, jetzt ist er nicht nur reich geworden, sondern auch noch verrückt. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Als Landesverräter, als Potenzieller und als Staatsgefangener durfte ich mich ja nicht politisch äußern, deswegen schickte ich ein paar religiöse Reflexionen an meine Freunde vom Spiegel. Als sie dann auch noch im Spiegel gedruckt wurden, da hagelte es aber böse Beschimpfungen. So immer mehr sehe ich doch in der alten Benediktinerregel, ora et labora, auch meine Lebensregel. Siehst du, jetzt sind wir beide doch etwas ältere Herren geworden. Wir waren uns ja nicht immer... Nee, nee, für wahr, also... Immer waren wir uns nicht, also gar nicht, überhaupt nicht. Also dennoch liegt mir viel daran, diese Freundschaft zu erneuern. Wir waren Freunde und wir waren Feinde. Doch am Anfang und am Ende nur Freunde. Was machen die denn da in Deutschland? Ich verstehe meine eigenen Zeitungen nicht mehr. Als gäbe es keine Themen momentan, Themen von absoluter Dringlichkeit. Da muss man doch, Ernst, notieren Sie jetzt mal, und das geht dann an alle meine Chefredakteure. Erstens Staatsverschuldung, Facts and Figures. Zweitens Bürokratisierung, wer tut was dagegen? Drittens EG in der Krise. Brauchen wir eine EG überhaupt noch oder verzichten wir besser darauf? Entschuldigen Sie, Axel, sind das schon die Überschriften oder ist das eher so sinngemäß? Viertens, Terrorismus. Bei uns in Italien, in Israel, anderswo. Das Ende der Welt war doch eingeläutet, wenn Männer wie Gaddafi in den Besitz der Bombe gelangen. Fünftens, wo können Kommunisten oder Neonazis Lehrer werden? In Hamburg, in Stuttgart, in Berlin?
Sechstens, haben wir denn überhaupt noch eine soziale Marktwirtschaft bei 47% Staatsanteil, bei Paragraphenflut aus Brüssel und Bonn, Initiative erdrosselt, Elastizität gleich null. Was kann, was muss geschehen? Ich meine, das ist doch ein spannendes Thema. Siebtens, äußere Sicherheit. Wie stark sind die Russen wirklich? Wie schlapp ist der Westen wirklich? Empfindungen und Vermutungen versus Fakten. Achtens, kann der Mensch 150 Jahre alt werden? Das muss ja nicht gerade Herbert Wehner sein. Aber ich meine, das schmeißt doch die Leute vom Schlitten. Wo ist denn eigentlich Friede? Ach, die müsste gleich. Ja, übrigens, also ohne Friede, da gibt's mich schon lange nicht mehr. Ja, wo waren wir? Ja, ach, das reicht jetzt mal. Und jetzt noch Antam. Wir müssen dringend eine Frauenzeitschrift auf den Markt werfen. Arbeitstitel, warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt? So, Bild der Frau. Bild der Frau. Chefredakteurin weiß ich auch schon. Wirklich Rin? Natürlich Rin, Chefredakteurin. Startauflage 2 Millionen. Zweitens, wir müssen das jetzt mal unbedingt mit dem Fernsehen hinkriegen. Denn, wissen Sie Ernst, also für einen Fernsehsender, da würde ich meinen ganzen Verlag hergeben. Oberschwester Friede lässt herzlich grüßen und desgleichen der Mammutverleger. Ach, du bist ja fabelhaft. Geht es dir einigermaßen, Axel? Ach. Danke, Ernst. Ich bin müde. Ja, ich bin ja jetzt da. Ruh dich einen Moment aus. Du bist ein Engel. Diese ganz kurzen Augenblicke, wenn man die auskosten kann in holder Bescheidenheit, das ist, glaube ich, das ist Glück. Ja. Das ist Glück. Axel, der Herr Christians von der Deutschen Bank ist jetzt hier. Also, lieber Herr Springer, wir machen es dann wie besprochen, die Umwandlung Ihres Verlags in eine Aktiengesellschaft sähe dann also wie folgt aus. 24,9% sind ja bereits im Besitz der Burda-Söhne, Option auf ein weiteres Prozent. 25,1% behalten Sie mit den Burda-Anteilen, also selbstverständlich die Verlegermehrheit. Die restlichen 49% platzieren wir als Namensaktien an der Börse. Leo Kirsch möchte 10% kaufen. Das würde übrigens auch dem Verkauf des Restes gut tun. 10% an Kirsch? Ja, meinetwegen aber nicht eine einzige Aktie mehr. Natürlich nicht. Desgleichen verfüge ich, 1% kriegt Tam und 1% Günther Prinz. Ja, zu welchem Kurs? Nix Kurs. Geschenkt. Ja, wie Sie meinen. Also, Herr Springer, ich habe das dann hier schon mal. Wenn Sie das dann hier bitte unterschreiben würden. Vielen Dank, Herr Spitze. Ruh dich noch ein bisschen aus. Moment mal, meine Herren. This is a man's world. This is a man's world, but it would be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road. Trees to carry the heavy load.
makes them happy. Cause man made them toys. And after man has made everything, everything he can, well, do you know that man makes money to buy from other men? It's a man's world. But it will be nothing, a woman or a girl. Berlin. Axel Springer ist tot. Nach längerer Krankheit verstarb der Verleger am gestrigen Abend im Martin-Luther-Krankenhaus im Alter von 73 Jahren. Für Menschen, die Axel Springer kaum oder gar nicht kannten, war er schwer zu erfassen. Wie oft habe ich erlebt, dass Besucher nach einem Gespräch mit Axel sich an der Tür noch einmal umdrehten und sagten: Herr Springer, Sie sind so ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Axel Springer war eine eigenartige Mischung aus tiefer Ernsthaftigkeit und fröhlicher Leichtigkeit. Ich war seine beste Freundin, seine Ehefrau, Mitarbeiterin, zuweilen Köchin, Fahrerin und zum Schluss auch seine Krankenschwester. Auch wenn es komisch klingt, ich habe nicht mein, sondern sein Leben geführt. Und ich möchte keine Minute missen. Es war eine erfüllte Zeit, nicht nur für mich. Es war die große Liebe für uns beide.